Regelmäßiges Baden ist bei einem Hund nicht notwendig. Es lässt sich allerdings nicht immer vermeiden, denn nach einem ausgiebigen Spaziergang bei Regen ist der Hund oft mit Schlamm verschmutzt und muss eben doch mal in die Badewanne oder Dusche. Das gilt erst recht, wenn er sich in Dingen gewälzt hat, die für uns Menschen alles andere als gut riechen. Die folgenden Fehler solltest du hierbei allerdings unbedingt vermeiden, da dein Hund sonst unter Stress gesetzt wird. Nummer 1. Du benutzt Shampoo für Menschen. Oft werden keine speziellen Hundeshampoos gekauft, sondern einfach die eigenen für den Hund benutzt. Es sind allerdings etliche Pflegeprodukte auf dem Markt, die das Hundefell angreifen und die natürliche Schutzschicht zerstören. Besser ist, wenn du zu speziellen Hundeshampoos greifst, denn bei diesem sind die Inhaltsstoffe perfekt auf das Tier abgestimmt. Wenn du feststellst, dass dein Hund Rötungen und Juckreiz bekommt, ist das Pflegeprodukt ungeeignet und muss sofort gewechselt werden. Nummer 2. Du erzeugst unnötigen Stress. Vor dem Baden hat der Hund meistens Angst und zeigt sich eher unwillig, in die Wanne zu steigen. Gestalte das Bad also möglichst angenehm und stressfrei. Oft wird der Vierbeiner einfach in die Wanne gestellt, findet auf dem glatten Boden aber keinen Halt. Besser ist es, wenn du vorher eine rutschfeste Gummimatte auf den Wannenboden legst. Nummer 3. Das Wasser hat die falsche Temperatur. Die Temperatur des Wassers ist sehr wichtig. Es darf weder zu kalt noch zu heiß sein. Den Duschstrahl solltest du nicht zu stark einstellen, denn sonst kann sich dein Hund erschrecken. Dusche zunächst den Rücken und die Seiten des Hundes ab. Das Shampoo solltest du nicht direkt auf das Fell geben, sondern es erst einmal in deine Hand aufschäumen. Zuletzt kommt der Kopf dran, wobei du aufpassen solltest, dass nichts in die Hundeaugen gelangt. Der Schütteleffekt des Hundes tritt meistens erst ein, wenn der Kopf nass wird. Nummer 4. Abbrausen des Hundes. Augen und Ohren solltest du schonend behandeln, denn an diesen Stellen ist dein Hund sehr empfindlich. Fange immer erst mit dem Rücken an. Das Shampoo solltest du in jedem Fall gut auswaschen, denn Hunde haben einen natürlichen Säureschutz, der nicht zerstört werden darf. Und Nummer 5. Du trocknest den Hund falsch ab. Wenn der Hund fertig ist und aus der Wanne gehen darf, passieren immer noch Fehler. Es empfiehlt sich erst einmal mit der Hand das Wasser aus dem Fell zu streifen und den Hund anschließend mit einem sauberen Handtuch trocken zu rubbeln. Viele Menschen lassen den Vierbeiner nach dem Bad wieder ins Freie. Das solltest du in den kälteren Jahreszeiten vermeiden, denn auch Hunde können krank werden. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.